Hallo Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung. Herzlich willkommen auf Burning Feet Herzlich willkommen auf Burning Feet Adventures und zur zweiten Episode meiner Reihe geführte Enduro-Touren durch Deutschland. Ich bin gerade auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern zu Modder und Schodder und da findet in den nächsten 4 Tagen das MV1000 statt. Das sollen 1000 Kilometer, meist Offroad, innerhalb von 3 Tagen sein. Also ich bin gespannt, das macht der Martin und ja, wenn wir denn da sind, können wir den Martin gerne nochmal fragen, was sich darunter genau verbirgt. Wie sagt man so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nachdem wir uns am Vorabend im Gasthof alle kennengelernt hatten, war am nächsten Morgen bereits um 6.30 Uhr Frühstück angesagt. Ich konnte die Vorfreude förmlich spüren, als um 7.30 Uhr alle 12 Teilnehmer geschniegelt und gestriegelt auf ihren Adventure-Bikes saßen, bereit den ersten Gang einzulegen und ordentlich an der Kette zu ziehen. Der unerbittliche Treibsand in Mecklenburg-Vorpommern hatte wieder zugeschlagen. Man sollte nicht unterschätzen, wie weichsandig diese unbefestigten Ortsverbindungswege im Sommer sein können und wie matschig und schlammig im Herbst und Frühjahr. Egal, Dreck abputzen und weiter geht's. Auf Diät ist. Ja. Hier schon mal nicht. Genau.
Schluss fehlen, ne? Alles gut. Hast du was getan? Alles okay? 1, 2, 3. Während Falco die gebrochene Kanzel seiner AJP PA7 mit Klebeband reparierte, konnten wir uns gemütlich den Karower See angucken und einige Zecken in tiefem Gras aufsammeln. Ihr seid alles Altmetallsammler. SOS Husky 701 down. Und hier ist der freudige Besitzer. Und die Meute steht dabei, futtert was und macht nichts. Ich würde ja sagen, den Platten hast du mit Absicht da gemacht, nur fürs Gemeinschaftsgefühl. Ach du Scheiße. Das war voll Scheiße. Ja, noch lachst du, ja. Zwei Schläuche und 30 Minuten später und es geht wieder weiter. Kurzer Boxenstopp. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, this one's where I stand. Oh, I've been running from the law. Wir versuchen das hier rum. Da sind so eine Äste. Kriegen wir nicht weg, deswegen. Bisschen staubig heute. Hier ist noch ein paar Dreck da. Das Ganze im Herbst ohne Staub. Guck, guck. Ja, die passt halt gut. Das war geil. Prost. Prost. Jawohl. Prost, jeder mehr rauf. Und wieder rein. Wieder, da kommt der Check in die Tasche. Das war's leider schon. Alle Alkoholiker aufs Foto. Ne? Ja. So, willkommen aus Mecklenburg-Vorpommern und zu Tag 2 der MV1000. Die Jungs machen sich jetzt gerade fertig und ja, ich bin gespannt. Es wird bestimmt wieder genauso staubig wie gestern und wir werden auch mindestens genauso viel Spaß haben wie gestern. Der zweite Tag startete eigentlich ganz entspannt mit ein paar Feldwegen und malerischen Dörfern, bis Michael testen wollte, wie stabil die Plastikverkleidung seiner Tenere 700 wirklich ist. Alles okay? Ja. Wie ist dein Name? Michael. Michael, sicher? Ja. Okay. Ist nur ein bisschen Plastik. Guck mal hier, das ganze Heckteil ist gebrochen hier. Ja, sie sind hier rausgerissen. Ja.
hast den Nagel falsch rum eingefahren, mit dem Nagelkopf nach unten. Aber wir brauchen die Zange, wir brauchen den Leatherman. Ja. Michael, heute ist nicht dein Tag. Heute ist nicht mein Tag, nein. Schöner Zimmermannsnagel. Alter. Was ist das denn? Hast du noch mal Glück gehabt, ne? Da kommt kein Draht, ein dicker Draht. Wie kann man denn so ein Glück haben? Wie so ein Moniereisen. Den will ich mit haben. Ja. Von wegen, du bist ein Pechkind, wa? Heute ist dein Glückstag. Nachdem mein Fuß gelidiert ist und vielleicht ein paar Teile abgebaut wurden, spontan. Aber der. Den nimmst du mit, das ist dein Andenken an heute. Bist du wahnsinnig? Willst du es wagen? Willst du alles in Gefahr bringen hier? Aber nur den Berg runter. Nur den Berg, dann nimm die linke Spur. Als kleine Schmankerl gibt es auf Martins Routen immer mal wieder Enduro- oder MX-Strecken. Wer sich nach mehr Action fühlt, kann hier seine Grenzen austesten und ordentlich den Dreck fliegen lassen. Diesmal warst du es nicht, oder? Nein. Warum machst du sowas? Guck mal, sogar ein Kupfer. Oh! Oh ja. Wie auch immer das heißt. So, zweiter Tag, zweiter Platten. Langsam werden wir der echte Profis drin. Martin, wir sind alle. Gehört es zum Abenteuer dazu? Ist ja? Alles vorbereitet. Ja, war am Preis mit drin, war oder? War am Preis mit drin. Du, die Teilnahmegebühr ist schon wieder raus mit dem Kupferpreis. Das war der Plan. Neben mir sind alle klein aus. Bei Dirk, so groß, ich stelle mich auf den Maulwurfshügel. Dirk ging mir bis zur Brust. So Martin, zweiter Tag von deiner MV1000-Tour und erzähl uns mal ein bisschen was über dieses Konzept und ja, wie du soweit damit zufrieden bist. Ne? Also, wir sind jetzt ja gerade, ich glaube, am Tag 2 bei knapp 250 Kilometern, kann das sein? Fast geschafft, Tag 2. Ne? Wir haben ja eine super geile Location auf einer Wiese und also für mich persönlich, hat es halt super viel Spaß gemacht, also die Gegend hier ist ja super schön. Ich sag ganz schön oft super, ne? Aber super, wenn super ist, dann muss man super sagen. Ja, okay. Konzept gibt es da eigentlich gar nicht, das war eine Spaßidee. Okay, genau, und ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ja. Morgen ist ja noch der letzte Fahrtag, da werden wir dann sehr wahrscheinlich die 1000 Kilometer voll machen. Wir drücken die Daumen. Wir hatten jetzt schon zwei Reifenpannen, wir sind im Zeitplan weit zurück. Mir qualmt der Kopf, auch wenn es nicht zu sehen ist, aber ist schon. Da hat sich schon die Haare ausgerissen vor Kummer. Ja, wenn ihr da hinten so ganz entspannt im Staub rumfahren könnt, dann bin ich ganz schnell am Rechnen mit dem Helm. Wie wir es denn am besten hinbekommen? Leider hatten wir auch ein paar Stürze. Wir haben jetzt schon zwei Teilnehmer, die leider ausscheiden mussten. Und zwei weiteren geht es nicht ganz so gut. Ne? Aber ja, es ist halt, wie sagt man so schön, es ist kein Zuckerschlecken hier, ne? Sondern wir fahren ja Reise-Enduro und wir rasen nicht durch die Wälder, aber halt ist schon ein bisschen zügiger und die Belastung von, ich sag mal so über 300 Kilometern am Tag, das merkt man dann schon in den Gliedern. Ja. Von daher cooles Konzept auf jeden Fall und ich freue mich schon auf den Resttag, aufs Abendessen heute Abend, das war auch super, ne? Aufs Frühstück morgen früh. Ist auch schon wieder super. Ja super, auf unsere mega geile Ferienwohnung, die wir da haben.
Jungs, habt ihr noch genug Kraft im Tank für die letzten 50 Kilometer? Jawohl, 50 Kilometer. Ja, glaube ich auch. Ne? Die reißt man auch auf der linken Arschbacke ab. Luftfiltercheck, Gesichtscheck. Oh ne, meine Haare sitzen nicht. Wirklich? Welche? Ja, die paar Fussel auf dem Korb. So. Überhaupt. Prost. Dankeschön. Ja. Auf den nächsten Plattenreifen. Beim anderen. Bei jemand anderem, genau. Morgen ist wer anders dran. Fahrtag und die letzte Chance auf Lächeln. nee, da wird schon nichts passieren. Wir werden dann Spaß haben und jetzt geht's los.
Geschafft. Geschafft. Unbelievable. Wir haben es geschafft. Zufrieden? Sehr. Super. Sehr cool. Ich bin bei dir. Ich bin auch. Vielen Dank. Ihr wart eine tolle Truppe. Hat Spaß gemacht. Mit jedem Tag habt ihr euch gesteigert. Muss ich sagen. Oder alles ein bisschen langwierig war, aber mein Gott, man lernt. Großes Lob. Vielen Dank. So, Stefan, jetzt machen wir Pause. Können du übernehmen? Ja, Martin, MV1000 ist vorüber und ja, erzähl mal kurz, wie du es empfunden hast und gib uns ein paar Informationen zu deiner Firma, also zu Modder & Schotter und wie man dich am besten erreichen kann. Ja, nach einem Jahr Vorbereitung war MV1000 jetzt ziemlich erfolgreich. Es war sehr aufregend und spannend zwischendurch. Wir hatten zwei Reifenpannen, wir haben drei Schläuche gewechselt, 9 von 12 sind angekommen, alle heil und glücklich, mega erschöpft. Wir werden es wiederholen, wahrscheinlich im September. Mhm. Einige Anmeldungen haben wir schon dafür. Also die MV1000, das war jetzt schon ein etwas zügigeres Tempo, oder Martin? Und genau. So schnell muss man natürlich nicht immer fahren. Du hast ja verschiedene Touren im Angebot für verschiedene Leistungsklassen. Vielleicht erzählst du uns darüber ein bisschen was. Wir können die Einsteigertour anbieten für Leute, die noch gar keine Erfahrung haben oder wenig. Die können sich bei uns langsam mit dem Thema Enduro-Wandern vertraut machen. Dann gibt es die normale Tour, sage ich mal, für Leute mit Erfahrung. Da fahren wir an 2,5 Tagen ca. 500 Kilometer und können uns auch mal auf einer Motocross-Strecke ausprobieren. Wer das möchte, ist nur optional. Oder für Leute, die es ein bisschen zügiger haben wollen, da können wir dann die MV1000 anbieten. Ne? Ja, wann startet die nächste MV1000? Alle Infos auf der Homepage bei uns, www.modderandschotter.de. Da kriegt ihr alle Informationen und schaut öfters mal rein, dann seid ihr immer up to date. Wir haben auch tolle neue Sachen in Planung. Da könnt ihr euch auf dem Laufenden halten. Ja, ihr findet uns in Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es ganz viele offizielle geschotterte Feld-, Wald- und Wiesenwege, die wir wirklich ohne Stress zu bekommen befahren können. Und das ist das Einzigartige hier bei uns. Das ist eigentlich woanders gar nicht mehr möglich. Wir haben ganz viele Gäste aus dem Süden, auch Bayern und Baden-Württemberg und wo sie alle herkommen. Da ist alles ganz klein partiell aufgeteilt und da ist das gar nicht mehr möglich. Und die sind alle mega glücklich, wenn die zu uns kommen und das hier machen können. Ne? Und fahren immer alle mit einem Strahlen im Gesicht nach Hause. Also einfach nur Spaß haben am Motorradfahren. Ganz genau, nur fahren. Ihr braucht euch um nichts kümmern. Kommt her, schmeißt eure Tasche ins Zimmer und rauf aufs Moped und dann geht's los. Okay, ich glaube, damit ist alles Wichtige gesagt. Und ich persönlich fand's mega geil. Ich hatte ja wunderschöne 4 Tage und ich bin bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen bei Martin. Ne? In dem Sinne, Martin, High Five. Ja, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Ja, geile Tour, geile Landschaft. Ja. Einfach geil. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, den Burning Feet Adventures Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. Stay tuned.